Es ist Obst im Haus. Was ist das? Tapot des Anführers. Leichte Rüstung, okay. Haben wir denn irgendwo leichte Ausrüstung? Haben wir das irgendwo? Einfache. Leichte. Bewegung, Rüstung. Crit. Es macht ja mehr Sinn, ihr das zu geben. Was hier... Kann leichte Rüstung nicht ausrüsten. Okay. Dann wird es wohl doch eher hier rauslaufen. Plus 5 Rüstung. Bewegung plus 2. Er ist aber unser Damage, das heißt, er sollte den Crit kriegen auf jeden Fall. Und hier. Okay. Perfekt. Dann passt das ja soweit, würde ich sagen. Dann können wir jetzt wohl zurückgehen. Grenzübergang. Hier ist ein Grenzübergang zu... Von... Was? Grenzübergang von Gossenberg. 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 So. Reno, grüß dich. $200 Boah. Das wäre ein Sold. Nur noch. Sollen wir ihm da trauen? Das sind halt $200 Wir können aber nur. Wir können also später zurückkommen und das Geld geben. Okay. Passierschein. Wir warten auf den Passierschein. Ach, okay, ich verstehe. Wieder rüber. Wir werden ihn aber eh nie wiedersehen dann. Wir warten erstmal. Vielleicht ist er später nochmal da, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir haben ja was. Was ist denn jetzt los? Okay. Alles klar? Sicherlich nicht. Komm hier rüber. Du kommst hier rüber. Wir tun nicht mit hier rüber. Der muss alleine zurechtkommen. So. Wer darf denn als erstes? Er darf als erstes. Dann binden wir das doch gleich mal. So. Einmal hier hin. Und einmal Attacke. Sehr schön. So. Nee, nee. Hier. Nächste Person. Vorwärts. Und dann move'n wir. Ich will eigentlich nicht ihn darüber haben. Ha. Da kann er nicht daneben schießen. Das ist schon mal etwas, da kann er nicht daneben schießen. Da kann er niemand anders treffen. Das wäre heldenhaft von ihm, aber das kriegt er auch hoffentlich nicht hin. So. Oh, okay. Schlecht. So, wir move'n jetzt... Ne, wir move'n jetzt kein Stück vor, oder? Nein? Doch. Bitte, triff, bitte. Sehr gut, Babel. Sehr gut. Okay, die kommen nicht ran, das ist gut. Das ist gut für uns. Gut. Okay, wir haben jetzt zwei Probleme. Ja, aber es ist auch kein Problem. Die neue Runde beginnt. Wir können gleich zwei Leute treffen. Hey Drissi, was geht? Nicht viel bei dir. Grüß dich. Wir könnten einen Amoklauf starten, aber ist es das wert? Nee, tatsächlich nicht. Okay, ein Eber ist tot. Tut. Okay, der macht nicht viel Schaden. Problem ist hier, ja? Ah, okay, ist nicht dran. Sind wir irgendwo gewonnen? Oh, geil. Einfach von hinten. Abstechen. Geil. Weiß man.
Ach so, noch. Ah, jetzt habe ich nicht repariert. Das ist blöd. Egal. Vielleicht brauchen wir es ja auch nicht. Hä? Warum darf ich nicht durch? Sind das Freund oder Feind? Man weiß es nicht. Die schauen auf jeden Fall gerade nicht. Doch, jetzt schauen sie. Matilna, immer wieder lauter Banditen in der Straße. Ja gut, die töten wir weg. Die Matilna machen wir fertig. Mein Tag war bisher ziemlich gut. Danke der Nachfrage. Und deiner? Wo ist unser? Ja gut, das geht. Da tun wir aber ihn noch mit rüber. Wo ist die andere? Da oben. Ah! Schlecht, okay. Dann müssen wir die beiden als erstes positionieren und ihn dann hoch. Ne, ihn müssen wir hoch positionieren, damit er nicht schießen kann. Okay. Machen wir. In Fight verwickelt. So. Dann moven wir ihn hier darüber, damit er nicht angegriffen wird. Gut. Dann ist er dran. Er kann aber nur fighten. Das ist schon mal sehr gut. Ah, auch nice. So. Er müsste ihn jetzt ohne Probleme treffen. Geht gar nicht an ihn. So, sehr gut. Er ist dran. Gift. Okay. Alles klar. Dann beginnt die Runde von vorn. Leider Gottes. Bitte einfach. Ja, verstehe. Macht Sinn. So, dann kann ich die Person heilen. Okay, wir machen das. Weil sie ist fast tot, wie es scheint. Ich habe sie einfach fast getötet. Ich weiß es nicht. Wir müssen das nutzen, sonst stirbt sie jetzt. Das wäre taktisch ziemlich blöd gewesen. So, next. Der ist auch tot. Ja, mit dem Hackdesign ist, glaube ich. Nö. Du hast gerade fast, ihr habt gerade fast meine Person, meine Waldläuferin umgebracht. Hier wird nicht mehr geflohen. Was ist der Bogen? Ist der viel besser? Der Hilfsbogen. Ja, komm. Ja. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich hoffe es. Okay. Halt. Falsch. Falsch. Barek, wo bist du? Geschwindigkeit plus 2. Hat sich anscheinend schon gelohnt. Aber okay. Also hat sich gelohnt. 200 Gold, vielleicht etwas viel dafür. Aber okay. Wir müssen jetzt einmal zur Stadt zurück. Auf jeden Fall. Oh, können wir nicht lang laufen. Ich würde gerne. Ah ne, hier zur Stadt zurück. Gut, wir müssen da lang. Das Ziel ist erstmal zu überleben und Quests zu machen. Und halt die Stories der Gebiete zu erfahren.
Genau, ist ein Survival, ist ein Open-World-RPG, man kann seine Story frei entscheiden, man kann jetzt dafür gehen, dass man hier jetzt alles um sich herum einfach tötet, alles bestehlt, einer der größten Banditen wird. Oder man macht halt als Söldnergruppe etwas, ich möchte jetzt als Söldnergruppe zurechtkommen hier, möchte einfach Sachen erledigen, das Gute für die Menschen tun. Vielleicht sage ich auch in der Zeit später so mal, ne, ich habe jetzt keinen Bock mehr, wir machen Söldner. Dieb oder so. Weil alle guten Söldner enden mal als Diebe, fangen mal an. Und man hat halt hier seine Ermüdung, die man im Auge behalten muss. Jetzt zum Beispiel müssen wir wieder ruhen. Wir können auch upgraden unsere Menschen. Und alles drum und dran. Zum Beispiel die Verfassung. Oder die Bewehr. Also ich gehe eigentlich immer nach den Doppelten gerade. Ich spiele das Spiel auch zum ersten Mal tatsächlich. Ich habe noch nicht viel herausgefunden, also nicht viel herausgefunden, beziehungsweise ich habe so nicht viel eingelesen. Okay. Okay. Das machen wir. Hört sich gut an. Das Spiel ist seit dem 12. April draußen. Alle verbündeten Tiere nehmen Ziel für einen Gelegenheitsangriff auf das Ziel aus, okay. Bestienbändiger, okay. Zurückwerfender Schuss. Das hört sich eigentlich gut an. Das ist auch eigentlich gut. Das machen wir mit dem zweiten. Also ein bisschen WoW ist auch mit dabei, mit Bestienbändiger und so. Auf jeden Fall auch gut. Ganz frisch. Also es gab jetzt anscheinend schon ein Update. Wie gesagt, ich habe nicht viel. Ich habe nur den Trailer geschaut, den ersten. Und sonst spiele ich es jetzt gerade auch blind zum ersten Mal. So, wir möchten. Hier nehmen. Das hier. Ich möchte die Bogenschützen nebeneinander stellen, irgendwie. Müssen auf jeden Fall langsam mal zurückkommen, weil langsam uns das Essen ausgeht. Wir haben noch einen Tag Essen. Gut, wir haben zwei Dinge bekommen. Zwei Talentpunkte. Ne, wie heißt das? Ach, ich hab schon vergessen, wie die heißen. Ich soll nicht immer alles so schnell wegklicken. Das wäre vielleicht ein Vorteil. So, wir gehen nach Stromkap zurück und holen uns unser Geld ab und würden davon Essen kaufen. Zumindest nicht so viel. Wir verkaufen mal die tadellosen Reißzähne. Jetzt was? Kann bei Fährtenzählern, okay. Wir gehen jetzt aber in die Taverne und holen unser Geld ab. Kopfgeld kassieren. Dankeschön. Einfach. Petra Berwerkberg ist nicht mehr sicher, seit sich dort ist. Okay. Machen wir. Das machen wir auch gleich. Und dann kommen wir wieder. Was haben wir hier? Weinbrand, Apfelpfannkuchen. Oh, okay. Das ist halt schon anders wild. Das sollten wir halt schon kaufen. Achso. Wir rasten nicht hier, weil wir müssen aufs Geld. Wir haben gar nicht mehr so viel Geld. Scheiß die Wand an. Wir haben keinen Koch, also bringt es uns gar nichts.
So, jetzt würden wir gerade pleite gehen. Aber wir können bestimmt auch verkaufen. Das zum Beispiel verkaufen. Oder den Behelfsbogen. Oder den beschädigten Dolch. Oder das. Oder das. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Für 2 Tage. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr Nahrung mitnehmen. Sechs. Ja gut, das bringt jetzt nicht viel Unterschied. Preis vorübergehend reduziert. Oh, das ist gut. Das nehmen wir mit. Dann nehmen wir, glaube ich, alles mit. Ja, perfekt. 4 Tage. 4 Tage hören sich schon ein bisschen besser an. So, wir möchten einmal hier runter. Hoppala. In die Richtung möchte. Ja? So, in die Richtung möchte ich. Genau. Stellung der Horemi. Von dort sind wir gekommen. Da hat unsere Reise begonnen. Schön. Da oben ist cool, wie es ausschaut. Sind das die Bauern? Die Tölpen? Die Bauerntölpen? Das ist hier Holz. Holz haben wir jetzt aber auch schon tatsächlich. Ich weiß noch nicht, wie man craftet, ehrlich gesagt. Kann ich noch nicht sagen. Seid ihr die Bauerntölpe, die ich suchen muss? Das sind Trunkenbolde. Seid ihr Trunkenbolde? Was zum Hell? Okay. Nehmen wir. Töten wir. Weg damit. Nee, ich weiß tatsächlich noch nicht, wie man in diesem Spiel craftet. Schlamm. Nee, wir wollen nicht im Schlamm starten mit dir. Das wäre ziemlich blöd. Dich tun wir hier rüber. Das ist das Tutorial, das ist das Problem. Es gibt kein Tutorial. So, jetzt muss ich mich auf jeden Fall mittig hinstellen. Und würde das hier einmal aktivieren. Die Runde beenden. Genau, perfekt. So. So, ich will auf die Seite gehen. Einmal vergiften. Dann ist er dran. Okay. Macht nicht viel Schaden. Gut für uns. Wir greifen ihn an. So. Wir nehmen die Olga. So, wer ist als erstes dran? Ach du, ich darf ja frei entscheiden eigentlich. What the fuck? Okay, kurz mal, geh. Wir stellen uns einfach mittig rein. Umzingelt. Ein Angriff kämpft, es umzingelt einen Angriff mit zwei Verbündeten, um einen Bonus zu erhalten. Ah ja, nehme ich. What is this man? What is this man? Alter, kurz mal demolished, Alter. Bam, Junge. Unterstützung. Und zählen einen Angriff kämpfen in Einheit, zwei Verbündete, um einen Bonus zu erhalten. Ja, easy. Zum Zingelt. Oh. So. Jetzt ist nur die Frage. Du kannst nicht daneben schießen. Kannst du an sich nicht. Ah, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Junger Vater, ich dachte jetzt schon, es geht gleich schief.